Welcome back, ladies and gentlemen, zu einer weiteren bewölkten Folge Fountain of Youth. Gut, Leute, was wollte ich denn jetzt machen? Ich glaube, ich hatte gesagt, ich muss auf jeden Fall jetzt als allererstes mal den Speer craften. Gucken wir mal, was wir dafür brauchen. Den will ich ja eigentlich schon seit 2 Folgen oder so. Den Steinspeer. Dafür brauchen wir jetzt noch einen langen Stock und ein Lianenseil. Gucken wir mal in die Kiste rein. So, langer Stock. Ein Lianenseil haben wir jetzt nur noch. Kann man die Federn nicht stacken? Doch, kann man. So, Essen, Trinken sieht eigentlich alles ganz gut aus. Da habe ich mich in der letzten Folge drum gekümmert, dass ich stabil bin. Immer noch Kokosnussgefäß mit Salzwasser. Okay, nicht ablenken lassen. Ich möchte jetzt endlich den Speer machen. Jetzt ist nur die Frage, wenn ich den jetzt mache, mein Steinschneider ist ja schon so ein bisschen angeschnitzt, sage ich mal, schon ein bisschen used. Kriege ich dann trotzdem einen vollwertigen Steinspeer? Ach so, geht ja gar nicht. Ich brauche ja noch erst die Werkbank, ne? So war das, genau. Mann, Mann, Mann. Eigentlich wollte ich ja diese Folge mal wieder ein bisschen losziehen. Aber ich muss natürlich auch vorbereitet sein. So, wir brauchen mehr Lianenseil. Mehr Lianenseil. Liane und schmale Blätter. Oh, ich glaube, ich muss dann nochmal losdüsen, hä? Huh? Lianen holen. So wie das aussieht. Und ich brauche jetzt für die Werkbank dann noch hier so ein was gemeinsames Protokoll. Also ich muss eine Palme fällen, ne? Okay, wir machen erstmal schnell ein Lianenseil. Dass das immer so lang dauert. Schrecklich. Und dann machen wir eine Palme kaputt. Ich würde mal sagen, am besten wäre irgendwie eine Palme fernab von meinem Lager, weil eigentlich möchte ich ja, dass hier die Sachen wieder so schnell wie möglich nachwachsen. So zumindest der Plan. Pilzzünder. Tabakko. Ich glaube, ich muss halt echt. Also Pilzzünder gibt es hier immer schön gratis. Das finde ich geil. Damit kann ich dann das Lagerfeuer ein bisschen einheizen. Hier geht wieder nichts, ist klar. Ich glaube, hier drin werde ich jetzt auch nicht wirklich fündig im Dschungel, ha? Ja gut, ich könnte an sich nochmal Lianen holen. Ja, da werden wir jetzt auf jeden Fall nochmal einen Tag damit, ja, verplempern, sage ich mal, um nochmal die notwendigen Ressourcen ranzuholen. Der bringt mir nur Äste und Rinde. Ich hab schon wieder vergessen, was mir was bringt. Nein! Du schon wieder, Mr. Dax! Wo ist er denn? Dunkel heute. Na, komm her. Mach Platz. Warte, ich bin schon fast wieder tot. Keine Ressourcen. Und ich habe im Ladebildschirm gesehen, die ganzen Tiere respawnen wieder. An derselben Stelle, wie man sie vorfindet. Das ist an sich schon eine gute Info. Auch die Skorpione und so, wenn ich sie töten sollte, kommen dann wieder. Deswegen ist es gar nicht so klug, da eventuell mal umzuziehen in die eine Höhle. Die ja voll ist mit Skorpionen. Ich wollte doch nur schnell irgendwas. Nein, 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 nein. Ich höre Schlange. Schlange, nicht gut. Ich laufe weg von Schlange. Wo konnte ich denn jetzt. Ich glaube, hier hatte ich auch nochmal so ein paar Bäumchen. Die mir ja eigentlich geile Ressourcen bringen. Ja, lange Stöcke. Und wenn ich den jetzt abhacke, kriege ich aber auch nur einen langen Stock. Oh Mann! Will meine wertvolle Palme da vorne nicht kaputt machen. Soll ich das hier nicht irgendwie fällen?
Ich denke mal, ich gehe vielleicht mal in diese Richtung. Da vorne ist eine Palme, dann nehmen wir die mit. Wird doch hier irgendwie. An so einem blöden Ding rankommen. Ein Stamm. Ach, bin so lang. Ich denke mir schon, warum bin ich denn so langsam? Ich habe noch fett Steine im Gepäck. Oh Mann. Ist nur mal so, damit ich weiß, woher ich das dann kriege. Oh, hier hätten wir noch Datteln. Cool. Kriege ich hier raus diesen fetten Stamm? Ja, hier würde ich ihn rauskriegen, ne? Das wär's. Pilzsporen können wir stacken. Dianen, ja, haben wir eigentlich noch drei, das ist ganz gut. Ja, ich wollte eigentlich welche nachholen. Ich hab's schon wieder vergessen. Durch meine Laberei habe ich das schon wieder vergessen. Oh, Sonne scheint. Cool. Wisst ihr was, ich laufe jetzt mal schnell darüber. Dann mache ich mal eine von diesen Palmen kaputt. Damit wir die Werkbank machen können, damit wir den Speer und den Bogen machen können. Eigentlich hätte ich auch noch gern diese tragbare Kiste, damit wir mehr einstecken können. Ich muss so langsam aufpassen, mein Leben ist halt auch nicht mehr gerade das Beste, ne? So, kleine Palme. So, dann hätte ich jetzt mal gesagt, machen wir das hier weg. Dann kriege ich ja jetzt diesen Stamm. Sehe ich das richtig? 1,5 Stunden dafür. Alter Schwede. Gut, let's go. Bring mir das gute Stück mal nach Hause. Sonneneinstrahlung gerade geht eigentlich, ne? Es ist schön bewölkt. Ist angenehm. Ja, jetzt kommt sie wieder durch. Big Mama-san. Ja, was ist jetzt? Kann ich mal gehen? Wegen Ausdauer? Ach, krass. Normal gehen mit so einem Stamm verbraucht viel Ausdauer. Das ist ja ziemlich realistisch sogar. Uff. Muss ich kurz mal durchschnaufen hier, ha? Aber gleich ist soweit. Werkbank is coming. So, jetzt muss ich nur noch rausfinden, wie das am blödsten geht. Und ich hab grad gesehen, meine Axt ist schon wieder kaputt. Mama Mia. Stöcke muss ich nochmal rausnehmen jetzt. Und das Ding. Wenn ich das jetzt so halte, kann ich aushören. Ich muss. Was? Ich muss Artikel von meiner Schulter fallen lassen. Kann ich das jetzt, wenn das neben mir liegt, machen? Nein. Wie soll das dann funktionieren? Ich muss einen Ort für das Gebäude auswählen, ihn mit den nötigen Ressourcen. Ach so, ja, okay. Okay, verstehe. Ja, Werkbank hätte ich jetzt erstmal gesagt, machen wir hier hin. Und dann pulvern wir das rein. So, Ressourcen platzieren. 2 Stunden mal wieder. Na klar, was sonst? Viele Zeit. Werkbank ist fertig. So, interagieren. Steinspeer. Jetzt brauchen wir nochmal Lianen. Oh Gott, ich kriege ihn endlich. Endlich ist es soweit. Was ein Aufwand. Als, das war dumm. So rum. So, Lianen noch mit rein. Steinspeer. Achso, ich muss noch Lianenseil machen. Mama Mia.
craften. Speer. Machen bitte. Aktuelles Projekt Steinspeer. Dauer des Vorgangs, Chance auf Verletzung. Verbringende Zeit. Kann ich das kürzer machen? Was würde dann passieren? Muss ich das verstehen? Er sagt mir 57. Komm, wir machen 57 Minuten. Arbeiten. Und schon ist es wieder dunkel. Wow. Den ganzen Tag damit verbracht, Ressourcen ranzubringen für ein hier so ein Steinspeer. Krass. Das kann ich droppen, ne? Ist hier noch Platz? Ist hier mit rein? Immer noch so eine Steinschneider. Den nehmen wir mal. Vielleicht können wir den noch irgendwie verwerten. Okay, als nächstes wäre. Das ist einerseits auch mal wichtig, dass ich hier vielleicht nochmal ein bisschen Essen vormache, also vorcrafte. Zum Essen, Nahrung und Wasser. Zwei Stück. Das wäre an sich schon mal ganz gut. Vielleicht drücken wir uns auch gleich mal eine rein. Eine platzieren wir nochmal da drin. Ja, vorragend. So, kann man das stacken? Das kann man stacken. Schön. Das behalten wir erstmal. So, ich muss das mal gucken. Also, Bogen. So, schwacher Bogen. Braucht wieder ein Lianenseil und langer Stock. Okay. Lianenseil. Craften. Und jetzt muss ich nochmal Stöcke suchen. Das lassen wir mal kurz hier. Das lassen wir mal kurz hier. So. Stöcke. Also lange Stöcke. Waren jetzt gar nicht so einfach zu bekommen. Weil ich die da hinten schon so hart ausgenommen habe. Aber ich habe jetzt meinen Spare. Fühle ich mich jetzt schon mal ein bisschen besser. Das ist eine Steinquelle? Oh, wie cool. Merken. Hier oben Steinquelle. Ich kann den Speer an sich auch werfen, wenn ich möchte. Aber ich habe dann immer Angst, dass ich ihn nicht mehr finde. Da hinten, glaube ich, sind nochmal die geilen Bäume. Was haben wir hier eigentlich für Bäume? Lass mal abchecken. Die bringen mir im Grunde nur Blätter. Trockene, genau, normale Blätter. Also hier ist so das Blattvorkommen. Good to know. Hier ist das zweite lange Stockvorkommen. Jetzt ein bisschen durcharbeiten hier. Ach so, haben wir schon ausgenommen? Ach du Scheiße. Warte mal, hier ist noch was. Alles ernten. Okay, wenn ich jetzt mal gucke. Der Bogen braucht 4. Dann brauche ich hier auch noch Pfeile an sich. Das wäre ein Munitionsplatz. Einen Munitionsplatz. Ich weiß gar nicht, ob wir das unbedingt bräuchten. Wie bekomme ich denn Pfeile? Fackel? Wo sind Pfeile? Schiffsreparaturset. Sagen wir mal, gib es mal ein. Ich kann doch gar keine Pfeile. Ich habe doch Federn. Da kann ich da noch keine Pfeile. Toll, dann bringt mir der Bogen ja noch gar nichts. Dammit, wie komme ich denn an Pfeile ran? Das wäre echt wichtig. Gut zu wissen. Die Angelroute wäre auch gut zu wissen. Studiere diese Ressourcen. Knochen, langer Stock und was ist das? Sehnenfaden. Okay, man kann auf jeden Fall rausfinden, was man denn finden muss.
Hacke, verbesserte Steinaxt. Ah, dazu muss ich die Steinaxtklinge machen. Das könnte man sogar machen. Aber wie bekomme ich Pfeile? Die Steinaxtklinge könnte man an sich machen. Bräuchte ich nur massiven Stein. Oh, Knife Blade. Ja, toll. Jetzt kann ich an sich einen Bogen machen. Was? Nicht Ausreichhaltbarkeit des Werkzeugs? Oh, ich meine Axt schon wieder kaputt. Ich glaube nicht. Das gibt es doch nicht. Na gut, wisst ihr was? Wir hätten jetzt schon mal die Ressourcen für den Bogen. Ich muss nur noch rausfinden, wie ich an Pfeile komme. Kann ich das nicht irgendwie über Stöcke machen? Kann ich nicht sagen, ey yo, Baupläne, Stock. Wir brauchen ja safe einen Stock für einen Pfeil. Das andere macht ja gar keinen Sinn. Was hier? Als Kohle für Karikatur. Fackel. Nö. Pfeile ist nicht. Pfeil soll nicht sein. Okay. Gut, ich habe verstanden. Oh, guck mal, hier ein großer Stein. Geil. Können wir die auch noch mitnehmen hier? Stark. So, jetzt brauche ich aber Schlaf. Dann hätten wir die nämlich schon mal parat, die Steine. Wir könnten eigentlich auch diese Klinge gleich machen. Und dann theoretisch auch die verbesserte Axt. Mann, Mann, Mann. Da tümpel ich schon wieder hin. Eine ganze Folge, ne? Nur an Ressourcen holen. Eine Werkbank haben wir geschafft. Speer. Das ist krass. Ziemlich zeitintensiv. Aber warte mal, wir könnten ja jetzt noch. Reicht das noch von der Energie? 19. Musst du dann fast mal 48 Stunden pennen oder so. Ha? Was ist das hier? Munition. Hier würde ich gerne Pfeile reinmachen. Okay. Einmal bitte das hier. Chance auf eine Verletzung 20% muss ich eingehendes Risiko. Ein neuer Bauplan. Sonst könnte ich theoretisch die verbesserte Axt machen. Kann ich sogar. Craften wir auch noch. Nochmal 1,5 Stunden. Alter, ganze Nacht durchgecraftet, Mann. Was soll der Scheiß? ja. So, was, die Werkzeuge mache ich jetzt hier einfach mal auf dem Haufen, die alten. Fallen lassen. Die Klinge würde ich fast nochmal benutzen wollen. Das passt eigentlich. Vom Gewicht. Ist okay. Kann ich hier die vereinzelt noch irgendwie bewegen? Mal eins. Mit Stricke, Shift, nix. Alt. Auch nicht. Bewegen einzeln. Behälter voll. No, nicht so rum. Egal, wir lassen das jetzt so. Okay, cool. Das heißt, ich habe jetzt eine frische, verbesserte Steinaxt, die 18 Schaden macht. Speer, der 16 Schaden macht. Ausdauerverbrauch. Werkzeugeffizienz ist besser. Und jetzt muss ich pennen gehen, Leute. Hilft ja nichts. Bra, 8 Stunden. Immer mal ein bisschen länger. Müssen wir halt eine Nachtschicht einlegen. Ist zwar ein bisschen doof, aber. Ach, wir machen das einfach mit 10 Stunden Schlaf. Das muss reichen. Ich da was gehört? Was habe ich mit dir hier? Du bist down, ne? Die Harpie. Okay, cool. Dann essen wir nochmal was. Essen bitte. Das bringt mir Ei. Wasser. Verdirbt in 4 Tagen. Komm, wenn wir es schon haben, rein damit. So, das war's. Essen habe ich nichts mehr.
So, es ist die Frage, soll ich schon mal das Risiko eingehen, wieder zurückzulaufen zu den blöden Harpien und mal gucken, ob mein Loot noch da ist? Oder eher in die andere Richtung? Die Zeit habe ich ja eh nicht mehr. Es wäre halt schon geil, wenn das Loot noch da wäre von meiner Leiche. Ich bezweifle es zwar, aber naja. Ich kann auch mal probieren, einen Skorpion anzugreifen. Und hier auf dem Weg ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich noch mal ein bisschen an Nahrung rankomme. Hätte ich jetzt mal behauptet. Vielleicht geht das Ganze auch schon wieder nach hinten los. Kann durchaus sein. Ich würde es tatsächlich mal ausprobieren wollen, einen Skorpion zu killen. Ich kann ja jetzt rein theoretisch... Das probiere ich mal vorher aus, bevor ich das dann... Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, musst du ja richtig Glück haben. Er wirft entweder ein bisschen weiter nach links oder rechts, je nachdem wie er Lust hat. So, wo war jetzt nochmal? Hier vorne, ne? Okay, hier hat man nochmal Palmen. Super Palmen mit super keine Kokosnüsse. Was noch braucht oder was? Shit. Ich möchte auf jeden Fall mal ein Skorpion erledigen, damit ich dieses Gegengift mal machen kann. Das ist so dumm. Okay, aber er ist noch relativ... Okay, chillig. Das hat gut funktioniert. Wir brauchten das von meinem Speer. Geht. Nummer 2. Ah, das war zu früh geklickt, sorry. Und Nummer. Okay, das ist eigentlich ganz cool gemacht. Speer werfen. So, Skorpionkadaver. Dadurch kann ich jetzt Gegengifte machen. Und diese Skorpione werden hier auch wieder spawnen. Habe ich hier noch irgendwas rumliegen lassen, was vielleicht wichtig wäre? Insel der Hoffnung. Kennen wir ja schon. Glaube nicht, ne? Glaube, hier war an sich nichts Wichtiges mehr. Dann gehen wir wieder raus. Cool. Hier dreimal Skorpione. Wie schwer sind die? Überhaupt nicht schwer, sehr gut. Ich könnte ja rein theoretisch auch zwischenzeitlich mal einfach ein Bett noch bauen, oder? Und mir dann aussuchen, wo ich spawnen kann. Geht das? Bett aus Blättern, primitives Bett. Das heißt, ich bräuchte 5 schmale Blätter. Ich konnte doch, glaube ich, als ich tot war, aussuchen, auf welchem Bett ich dann wieder spawne. Ein bisschen muscheln. Ah, guck mal hier, jetzt können wir Mr. Krabs killen. Jawohl. Lecker Krabbe. Was kriege ich denn da raus? Chance auf Verdauungsstörung 40%. Ja, muss ich halt dann zubereiten, ne? Kochen. Jetzt sollte diese Chance auf Verdauung auch wieder runtergehen. Wie schwer ist denn der? 0,5 Kilo. Okay. So, wie schaut's denn hier aus? Haben wir hier schon wieder so ein bisschen Kokosnuss. Kokosnuss? Ne? Hier. Geht nicht. Was wäre denn jetzt wichtiger? Werte sind relativ gleich auf. Uff, Tata. Vielleicht eine davon? Eine davon? Geht das vielleicht? Das würde noch gehen. Und Messer ist down, ne? Mhm, okay. Messer ist down. Kann ich sie eigentlich hier fallen lassen. Okay, dann haben wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen was zum Essen und zum Trinken. Hier liegt auch noch gratis was rum. Sehr geil. Es ist scheiße dunkel.
Grüne Kokosnuss. Okay, ein bisschen Gewicht habe ich noch. Das heißt, ich könnte mich jetzt, wenn ich jetzt nochmal 6 Blätter hole, hier irgendwie nochmal hinlegen. Nochmal was essen, nochmal hinlegen und dann vielleicht am Tag durchstarten. Beziehungsweise dann in der nächsten Folge durchstarten. Das wäre doch eigentlich ganz cool, der Grundgedanke. Okay, dafür brauche ich jetzt nochmal, was war das jetzt? Wie viele Blätter? 5 schmale. Brauche ich immer noch Kokosnut. Ich habe keinen Steinschneider mehr. Ich sehe nichts mehr. Schmale. 4. Und nochmal 2. So, dann bauen wir hier jetzt nochmal ein kleines Lager auf. Crafting. Einfach hier so hin. Badabam. Ressourcen platzieren. Let's go. Bauen. So, dann machen wir nochmal schnell essen und trinken. Einmal. Zweimal. Dann legen wir uns mal eben hin. So, jetzt mal gucken. Wir sind noch mitten in der Nacht. Wir würden direkt am Tagesanfang aufwachen. Das ist eigentlich ziemlich geil. Brauche ich aber so viel Schlaf? Eigentlich nicht. 4 Stunden würden mir eigentlich reichen. 5 Stunden. Machen wir mal 5 Stunden. Können wir nochmal was futtern. Hauen wir uns alles rein, was wir jetzt haben. Diese gut. Grüne Kokosnuss. Ach, ich habe hier noch was. Machen wir nochmal was. Das wäre dann nochmal Essen, ne? Ne, Wasser. Okay, das nehmen wir jetzt erstmal noch mit. Das brauchen wir jetzt nicht erst vertilgen. Okay. Das sieht doch ganz gut aus. Das heißt, es wird jetzt dann gleich hell. Ich würde mal behaupten, in 2 Stunden. Und dann geht es weiter Richtung Loot. Mal schauen. Alles klar, Leute, dann bedanke ich mich bei euch da draußen recht herzlich fürs Zusehen. Natürlich würde es mich freuen, wenn ihr mir als kleine Unterstützung einen Daumen da lasst und einen Kommentar hinterlässt. Und jetzt wünsche ich euch noch einen erfolgreichen und lässigen Tag. Bleibt sexy und geschmeidig. Bis zur nächsten Folge. Tschüssikowski.